Der Güter wird eh nochmal angreifen. Es sei denn, ich kann ihn verhindern. Jack ist gerade dran und Jack hat keine... Ach so, nicht genug AP. Dann kann ich auch weghauen. Campingplatz. Und noch ein Softdrink. Hör auf zu blocken. Mann, blockt er viel weg. Na, geht doch. So. Ja, du kannst ein bisschen was gebrauchen. Versucht die mal loszuwerden. Hat nicht geklappt. Reicht dann nächste Runde. Ah, Lydia jetzt. Dann bringen wir dich halt so um. Blöde Kuh. Nur hier auf dem Kanal seht ihr übrigens drei Leute, die auf einen Wolf prügeln. Nee, leider vermute ich, dass es sowas immer noch überall gibt. Pornografische Inhalte sind auf YouTube verboten, außer du bezahlst wahrscheinlich dafür. Aber irgendwelche Tierquälereien sind okay. Oh, ein Eingang zu einem alten Schuppen, ein idealer Ort, um nach Benzin auszuschauen zu halten, ist die... Entweder ist ein rechter Handabdruck von innen oder ein linker Handabdruck von außen. Aber da ja auch Blut ist, wird hier jemand drin tot sein. Ich finde einen Schuppen wertvolle Munition für eure Waffen. Okay, was haben wir denn? Den Zombie schlechter wieder. Der ist irgendwie am häufigsten. Es ist immer ein Zombie schlechter, außer es ist ein Major. So, du bist der nächste Freundchen. Ja, dann wenigstens leben, lass das mal bitte. Obwohl, das hält ja aus. Ja, wir schlagen jetzt einfach weiter auf ihn ein. Ja. Tag 17. Tag 20 kann man das erste Ende erreichen, glaube ich. 10 Nahrung. Punktum funktioniert wieder. Ich habe 12 Wendetrop aufgenommen. Kopassanten zum anderen von einer Krankenschwester. Die Krankenschwester hatte ich das letzte Mal geholt. Wir können nicht alle retten. Du musst dich entscheiden und sofort reagieren, sobald du jemanden gefunden hast. Melde dich bei mir am Punktturm und kümmere dich um sie. Die Ereignisse scheinen sich jetzt überschlagen. Ich komme gleich zu dir in die Bar, wenn ich mehr Informationen brauche. Notruf.
Highway, wahrscheinlich im Gebiet 10. Sie klang nach Passanten. Okay, gehen wir diesem Highway. So, hast du neues Zeug? Noch nicht. Wir gehen da gleich raus. Er hat... Was denn? Gewaltschuss. Also ist so eine Sache, 225% Schaden ist zwar schön, aber es trifft halt nur einen. Okay, Bill. Du gehst jetzt trotzdem jagen. Jennifer. Du machst eine Wache. Ach, gib mir das Ding. Habe ich keine mehr. Nö. Da muss ich so mit Regenerationssachen arbeiten. Wenn du retten möchtest, entweder machst du dich auf Highway auf die Suche nach einem nach Überlebenden oder stattest im Wald einen Besuch ab. Letztes Mal haben wir im Wald gesucht. Los, die Luft bis zum Gebiet 10 ist ein ganzes Stück und hoffst auf ein paar neue Verbündete. Ganz ohne Medikamente wirst du es wohl nicht schaffen können. Naja, dafür sind es leichtere Gegner. Yay, ein Burger! Öffnen. Oh, ich musste nicht mal einen auswählen. Ah, mal kurz Lydia. Wollen wir nicht gegen die auch noch kämpfen? Ui, guter Schlag. Eigentlich egal, wenn ich helfe gerade. Ungefähr gleich viel. Braucht Sanitätermunition und viel davon. Ja, danke. Ja, da stehe ich noch gut da. Ah, geblockt. Sneakers! Okay, wir haben Intelligenz, die Dinger. Obwohl sie eigentlich nicht sehr viel Intelligenz hat, aber... Okay, ein einzelner Gegner.
Yay, das Gebiet war geschenkt. Leck mich. Das mache ich nicht. Ich werde nicht gegen andere vorgehen, wenn sie es verhindern lässt. Durchsuchen. Los geht's. Hilf mal, Jack. Okay, da gehen wir hin. Ein Medikit, das brauche ich aber nicht. Kann ich es nicht direkt verbrauchen? Nein. Ah ja, die Regenerationsspritze, die ich gekauft habe. Vielleicht kann ich mir die gleich reinpfeifen. Mal schauen. Lydia geht noch ein bisschen was drauf. Waffenaufrüstung hier von mir aus. Ach, einfach draufhauen. Plündern. Vor der Erwartung suchst du die Überlebende. Zu deiner Überraschung findest du niemanden und willst schon deprimiert umkehren. Sind nicht Spuren eines Lagers bei dem Auto dort? Ich denke schon, Jack. Vielleicht wurden sie angegriffen und sind geflüchtet. Scheiße, es lag genau in Entdeckspuren von Punks. Sie müssen sie entdeckt und mitgenommen haben. Du beschließt weiterziehen, die Spuren sind noch frisch, vielleicht könnt ihr sie einholen. Da bin ich jetzt mal echt gespannt. Wie weit muss ich denn da jetzt vorwärts gehen, um die zu finden? Da war es wahrscheinlich doch die richtige Entscheidung, eine Sanitäterin mitzunehmen. Och, Willen. Und Schutz. Und Schuss. Okay, braucht überhaupt noch jemand Hilfe? Jack. Ansonsten geht's uns gut.
Ja, man kriegt nicht immer was. Aber was soll's. Ist okay. Mit diesen heimtückischen Schlipsträger? Tödlicher Schlipsträger, ja. Euch rasiere ich weg. Stoppen wir den. Ah, ne, Liz hat immer noch mehr Stärke. 1% ist 1%. Okay. Das bringt nicht viel, aber mach ruhig weiter. Gut, im Grunde haben wir keinen Schaden genommen und nicht einen Hauch Munition verbraucht. Stechende Geruch zu entweichen. Okay. Puh, ist ja schwer, aber ich hab's geschafft. Warum der stechende Geruch? Feuermunition, deswegen? Am Weiten siehst du eine Gruppe von Leichen in ihren Blutlachen verwesen. Es sieht aus wie eine kaltblütige Hinrichtung, da ihre Hände gefesselt wurden. Eine Person steht hier angewurzelt daneben und scheint im Schockzustand zu sein. Ich bin gefreiter James. War von meiner Kompanie abgeschnitten. Bin auf ein paar Überlebende getroffen. Ach, meine Schulter. Hatten wir den schon mal? Die Punks noch hier? Sie haben uns eine Falle gestellt. Meine Freunde wurden einfach exekutiert. Sie haben uns ausgeraubt und sie weg. Sind weg. Trotz seine Wunden, die schmerzhaft aussehen. Zückst das Funkgerät und funkst Trish an. Trish wird sich um den verletzten Soldaten kümmern. Entweder du ziehst jetzt noch weiter oder du kehrst um. Ja, wenn ich schon mal hier bin, dann ziehen wir es jetzt auch durch. Eine Anführerin ohne Hilfe ist wertlos. Wieder ein tückischer Schlipsträger. Du gehst mir auf den Sack. Oh, der lebt noch. Und das war's. Mal sehen, was da mal denn hier. Zweimal essen, ein paar Konserven. Ich habe jetzt echt gedacht, wenn man diese Variante wählt, dass wir mehrere finden. Die liegt trotzdem noch, oder? Ja. Mhm. Ach, verwehr, ich hab keinen Bock. Ah, nicht cool. Lass ihn weg. Ja, der hat's ja richtig gebracht. Ich frage mich jetzt wirklich, ob das primär daran liegt, dass ich
leicht eingestellt habe oder einfach, dass ich nur besser bin gerade. Mann, diese ganze Munition habe ich ja nie benutzt. Okay. Umfunktioniert könnt. Oh, neue Kleidungsstücke. Ich hätte gern Knüppel auf der letzten Stufe. Und ich würde gern die Stadt durchstreifen. Und ein Burger, den nehme ich gerne. Verdammte Schlipsträger. Würde mich nicht wundern, wenn jetzt sowas wie Anvisieren gleich macht. Naja, greift lieber an. Plündern. Und der Major. Ah, so gut geht's mir nicht, aber es könnte auch schlechter sein. Willst du dich deinen Freund ein bisschen buffen? Schlagt ihn zu Kartoffelbrei. Mädels. Ja, oh. Mit zusätzlicher Schwächung sind die halt so schnell im Arsch. Du kehrst ins Camp zurück, ja. Tag 18. Überlebender James, den hat man auch noch nicht. Immer noch Plus von allem. Stimme Gestalt besucht das Camp, er ist auf Durchreise, bietet 5 Rationen eine Trainingsstation an. Natürlich. Jack. Ah. Müde machst du die Augen auf und erinnerst dich, dass du erfolgreich am verletzten Überlebenden retten konntest. Trish kommt ins Zimmer und beglückwünscht dich. Erfolgreicher Tag, Jack. James ist halbwegs heil bei uns angekommen. Er ist ein junger, aber immer ein ausgebildeter Soldat. Das könnte uns von Nutzen sein. Aber ich glaube, er fragt etwas. Am besten du redest mal mit ihm in Ruhe. Als ihr gerade am Tresen Platz nehmt, kommt James schwer angeschlagen in den Versammlungsraum. Ich glaube, beim Medikit kommen wir nicht drum herum. Bist du sicher einsatzbereit? Bist du wieder einsatzbereit, bist du was? Musst du ihn direkt ins Gefecht zu verwickeln und keine Anzeichen zu machen, dass du ihn misstrauisch beäugst, nach dem, was dir Trish erzählt hat. Deine ehemaligen Leute, wer waren die eigentlich? Ich verstehe nicht, warum so ein Blutbad geben musste. Das Medikit wäre wirklich sehr nett von euch. Ich werde mich wieder ins Bett legen müssen. Reden wir ein anderes Mal. Danke für alles, Trish und Jack. Als ihr wieder allein seid, sieht ihm Trish seufzend hinterher. Siehst du, so ging es mir auch. Er blockt bei dem Thema grundlos ab. Ja, grundlos wird es nicht sein. Er wird irgendwas verschweigen. Wir müssen vorsichtig sein.
Okay, ich kümmere mich um seine Heilung, damit er uns nicht abkratzt. Und dann reden wir Klartext. Gesundheit. Hallo James, wie geht's dir heute? Auch nicht gut, die Schmerzen sind stark, ich verliere zu viel Blut. Ich brauche dringend ein Medikit. Bis später. Habe ich gemacht, ja? Okay, wir machen jetzt mal Folgendes. Er braucht ein Medikit ganz dringend. Habe ich jemanden, der eins herstellen kann? Oh ja, ein simples Medikit, ja. Moment, was kannst du? Ach, der kann gar nichts machen aktuell. Das ist ja toll. Jupp. Du bist worin Medizin? Du machst die. Ja. Du warst so gut in Wachsamkeit, dann wirst du auch Wächterin sein, ja. Und ich bin immer noch der beste Jäger. Jetzt bin ich der beste Jäger. Alle haben einen Job, außer James. James hat keinen Job. Neun erjagt, neun verbraucht. Perfekt. Und wir regenerieren ein bisschen was Leben. Checkt mich an, wir benötigen jetzt noch erfahrene Wächter, um das Kämpfen um Angriff und Punks abzuwehren. Punks haben sich inzwischen organisiert, sodass die Bedrohung dieser Schläger zunimmt. Deshalb musst du dringend einige ihrer Lager zerschlagen. Lass uns in der Bar darüber diskutieren. Könnte ich jetzt... Okay. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Ja, die haben eine Punk-Bedrohung. Die ist jetzt sehr hoch. Dann würde ich einfach mal sagen, das war Let's Play Dead Age für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.